Bei diesem Dreifamilienhaus wird die Renovierung eine echte Herausforderung. Stoßen wir da an unsere Grenzen? Lohnt sich bei dem Objekt eine Renovierung überhaupt noch oder wäre ein warmer Abriss nicht die bessere Option? All das erfährst du in diesem Video. Let's get into it! Willkommen bei der Lucas Show. Ich bin Lukas. Gemeinsam mit Partnern investiere, verwalte und entwickle ich Immobilien hier an der Ostküste der USA. Die Objekte halten wir einerseits für den eigenen Bestand, aber auch im Auftrag europäischer Investoren, die sich in dem aktuellen Marktumfeld ein bisschen breiter aufstellen wollen und ihr Risiko auch streuen wollen. Das Haus, um das es heute geht, habe ich dir bereits in Episode 43 vorgestellt. Den Link dazu findest du hier oben, aber auch in der Beschreibung des Videos. Das Haus habe ich im Auftrag eines europäischen Investors analysiert und auch 3D-Scans vom Objekt gemacht. Bereits vor dem letzten Video war der Deal eigentlich unterschriftsreif. Alle Seiten waren sich einig über Preis und Modalitäten. Dann haben wir den Walkthrough gemacht, also den letzten Durchgang vor Unterschrift. Und dann stellte sich heraus, ach ja, der Vermieter, also der Verkäufer von dem Haus, hat man eben schnell einen Mieter einziehen lassen in eines dieser Apartments. Und der war nicht Bestandteil des Deals. Wieder so eine Story. Würde mich echt nicht wundern, wenn wie in deinen anderen Videos auch diese Miete wieder in bar beim Vermieter abgeliefert wurde, oder? Korrekt. Ein alter Klassiker. Auf die $500 Miete, die dieser Mieter zahlte, wollte der Verkäufer scheinbar nicht verzichten, solange die anderen Wohnungen leer standen. In dem letzten Video zu diesem Haus, Episode 43, siehst du, wie dieser Mieter in dieser Wohnung wohnte? Ja, auf jeden Fall, schau es dir an. Erschreckend. Einerseits sind die $500 verständlich. Darauf wollte der Verkäufer natürlich nicht verzichten, solange das Haus leer steht. Andererseits, der Mieter ist nicht Bestandteil des Deals, denn geplant war eine Kernsanierung. Und was braucht man bei einer Kernsanierung am wenigsten in einem Haus? Ganz klar einen Mieter. Das Problem musste vor Abschluss des Kaufs gelöst werden. Also das folgte ein zähes Hin und Her über Monate hinweg. Was lange währt, wird gut. Das heißt, der Kaufprozess ist endlich abgeschlossen, alle Verträge sind rechtskräftig unterschrieben. Alle Zahlen zum Haus erfährst du am Ende dieses Videos. Die Renovierung ist aktuell in vollem Gange. Los geht's, gehen wir durchs Haus. Achtung, den Baulärm, den gibt's gratis. Los geht's. Hier der Hausflur, da hängt vorher dieses motivierende Schild. Those who want to succeed will find a way, those who don't will find an excuse. Das haben die Handwerker abgerissen, war wohl nicht so motivierend genug. Aber du siehst, hier ist schon eine Menge passiert. Hier waren die großen Stahltüren, also eine, das ist Apartment 1 im Erdgeschoss. Da siehst du das Vorherbild, rechts die Stahltür. Und hier ist dieses kleine Badezimmer, also mitten im Weg irgendwie. Da sind wir noch auf der Suche nach einer Lösung. Das Klo an die Wand und das Waschbecken an die Wand. Hier siehst du noch den engen Kleiderschrank. Also das war wirklich ein Durchgang. Das war irgendwie eine Wohnungstür oder so. Und das sieht jetzt gerade so aus. Also hier ist gerade das Framing. Das wird gerade neu gemacht. Der Fußboden kommt auch noch neu. Das Badezimmer ist immer noch da, wo es vorher war. Aber hier siehst du, der Schrank ist weg. Das wird die neue Haustür. Hier ist noch das Badezimmer. Also rechts kommt die neue Haustür und dieser Raum hier bleibt natürlich offen. Da geht es direkt ab in den Keller, also nur noch die Frames, die Balken. Und hier ist der Anschluss für Waschmaschine und Trockner. Das ist das Framing, da war vorher eine Tür. Das war die Küche, Esszimmer, was auch immer. Also hier ist ein bisschen gefährlich, da kommen ja, die Nagelpistolen bzw. die Kompressorleitung von oben. Da sind die Jungs gerade dran. Das war jetzt hier rechts die Küche, beziehungsweise die Küche war davor. Hier war so ein Pseudo-Schlafzimmer und hier das alte Badezimmer nochmal. Da war eine Haustür, das alte Badezimmer. Das Layout ist geblieben und das sieht jetzt so aus. Also neuer Fußboden, neue Fliesen, neue Wanne, neue Wandfliesen. Hinten das Klo bleibt, die Eingangstür hinten bleibt auch. Aber Framing musste neu gemacht werden und du siehst überall die Elektrikkabel neu gezogen. Das ist hier der Trash, also der Bauschrott, der kommt auch noch weg. Ja, landschaftlich ist der Garten jetzt nicht so die Sahneschnitte, aber ja, was soll's. Das war das alte Schlafzimmer, hier nochmal links die Küche, das war die Küchenzeile mit dieser komischen Bar. Und da siehst du, bis auf die Studs, also bis auf das Gerippe vom Haus, alles runtergestrippt. Die Kabel mussten neu verlegt werden. In den vorhergehenden Videos waren wir nicht im Keller. Gehen wir mal runter.
Also sogenannter, er ist ein voll ausgebauter Keller. Hier siehst du die Gasleitung. Da hinten sind die Wasserheizer. Spraypaint. Das ist das neue Duktsystem, also die neue Ventilation. Drei Wasserheizer, drei Apartments, komplett neue Treppe. Das musste komplett neu gemacht werden. Das war durch. Genau, also komplett neues Lüftungssystem. Ein Wasserheizer, der wird nach oben kommen und zwei bleiben im Keller. Das macht mehr Sinn, dass das direkt dann von oben genutzt wird, wenn es schon oben ist. Hier sind noch zwei Columns, die das bisschen supporten. Wasserleitungen PEX siehst du überall, also PEX. Ich glaube, das gibt es in Europa auch. Ja, die Elektrik, die ist noch spannend, aber da sind die Jungs, wie gesagt, gerade dran. Alle Kabel sind neu gezogen und das wird jetzt gerade noch schön verkleidet. Und auch hier siehst du eine neue Wasteline, also neue Abflussrohre. Die alten waren durchgerostet. Also im Keller waren wir vorher nicht, das war einfach nicht möglich. Der war voll bis unter das Dach mit, ja, Trash. Gehen wir wieder hoch. Und das ist jetzt der spannende Part. Die Handwerker sind scheue Rehe, deswegen sind die selten drauf. Hier ist gedacht, vielleicht eine Wand einzuziehen. Die andere Tür, das war auch eine Stahltür, die sollte zugemacht werden. Da siehst du noch das Plastering, also das ist diese keine Trockenwand, sondern Plaster. Hier war auch eine Panzertür sozusagen, so eine Stahltür, die ist aber auch nicht mehr da. Der Fußboden wird natürlich auch neu gemacht und jetzt gehen wir hier in den anderen Raum, in das ehemalige Badezimmer, was halt nur über den Gang erreichbar ist. Und da müssen wir uns jetzt hier was einfallen lassen. Also hier die Tür, das war das Badezimmer und das hier war die andere Küche. Vorher sah das so aus, also sehr romantisch. Und hier ist natürlich auch das andere Schlafzimmer, also eigentlich ganz schön geschnitten. Hier an der Wand war der Specht aktiv. An der anderen Wand war auch der Specht aktiv, also eigentlich überall. Schlecht gefixt, schlecht repariert. Komischer Grundriss und ein sehr leckerer Ventilator. Ja, das war die Küche und die war nur über den Gang erreichbar. Und aktuell sieht es so aus, die Küche wird jetzt hier ein Badezimmer werden. Da siehst du auch das Framing. Hinten wird die Toilette in die Ecke kommen. Und dann gibt es hier wieder den Durchgang in das andere Schlafzimmer. Und in diesem Schlafzimmer gibt es natürlich... Kein Vergleich zu vorher, oder? Ja, okay, noch ein bisschen was zu tun. Also ein, zwei Sachen sind noch. Auch die Löcher sind noch da. Aber hier kommen neue Schränke hin. Damit es auch ein wirkliches Schlafzimmer ist. Und auch ja, einen Kleiderschrank hat eingebaut. Gehen wir mal hoch. Und hier sind gerade die Elektriker... am Werke. Ja, also die Frame, das ganze Framing musste neu gemacht werden. Da waren die durch. Hier ist Anschluss für Waschmaschine, Trockner. Da kommt das Badezimmer. Da war es vorher auch schon. Hier nochmal der Blick nach draußen. Da kommt die Toilette. Beziehungsweise Dusche, das müssen wir mal gucken. Da sind die Elektriker gerade am Rumstehen. Also wie gesagt, scheue Rehe. Der Fußboden wird neu gemacht, hier nochmal das Framing komplett neu, hier war so ein ganz dunkler Raum, das war vorher die Eingangstür für dieses Zimmer, auch über den Gang sozusagen. Hier sind die eingebauten Wandschränke, die bleiben wo sie sind, werden nochmal schön gemacht. Und hier siehst du zum Beispiel da auch neue Ducts, also neues Ventilationssystem, Heizung, Kühlung, das wird darüber gemacht. Also Vents und Returns, also Belüftung und Returns. Yeah, whatever. Jedes der drei Apartments wurde komplett entkernt. Es kam neue Elektrik, Wasser, Heizung und Klimaanlage hinzu, aber es gibt noch eine Menge zu tun.
Die wirkliche Herausforderung, es ist ein Triplex, also ein Dreifamilienhaus. Anhand der Grundrisse, die ich dir jetzt hier mal einblende, siehst du, dass das untere Apartment gar kein Problem darstellt. Auch das ganz oben stellt kein Problem dar. Aber das in der Mitte, das ist die Herausforderung. Denn die neuen Mieter müssten bei dem aktuellen Grundriss über den Hausflur, um auf ihre Toilette zu kommen. Oder ins Badezimmer. Oder in die andere Küche bzw. das andere Schlafzimmer. Da gibt es keine Abgrenzung, die müssten über den Gang. Bei uns im Osten war das damals genauso. Und da waren die Klos auch im Treppenhaus, also auf halber Treppe. Ja, das geht natürlich nicht. Es muss nun eine Lösung her, damit sich die Mieter auf dem Weg ins Badezimmer bzw. in die Küche und ins andere Schlafzimmer nicht auf dem Gang begegnen. Wenn du da Ideen hast, los, her damit, ab damit in die Kommentare. Wenn du in dem Video was mitnehmen kannst, lass mir ein Like da, hilft dem Kanal und kostet dich gar nichts. Los geht's. Der ursprüngliche Plan war, dieses Haus im ganzen Sommer 2021 zu renovieren. Damit wäre das Haus rechtzeitig vor dem Herbst 2021 auf den Markt gekommen. So waren eben auch die Crews und Handwerker disponiert, aber jetzt muss eben umgeplant werden. Das neue Ziel für die Fertigstellung dieser drei Apartments ist nun Januar 2022. Die kompletten Renovierungskosten liegen schätzungsweise bei $120.000, da wieder erwarten wirklich die komplette Elektrik vom gesamten Haus neu gemacht werden musste. Also jedes Kabel, jede Steckdose musste neu gezogen werden. Ob diese Preis- und Zeitschätzung für den Investor auch gehalten werden kann und wir rechtzeitig im Januar damit auf dem Markt sind, das erfährst du im nächsten Video zu diesem Haus. Sobald das Haus fertig ist und auf dem Markt ist, zeige ich dir auf diesem Kanal wirklich alle Zahlen, was hat es gekostet, wie lange hat die Renovierung gedauert, was waren die wirklichen Renovierungskosten, wie weit sind wir vom Plan abgewichen. All das erfährst du in einem kompletten Video zu diesem Haus, sobald es auf den Markt kommt. Wenn du das nicht verpassen möchtest und es noch nicht gemacht hast, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke. Kostet dich nichts, tut nicht weh, hilft dem Kanal. Ich danke dir schon mal vorab. Und zack, hast du das Ende dieses Videos erreicht. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.